Jo, moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Live-Commentary von mir hier im Spiel Modern Warfare 3, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Ja, diesmal auf jeden Fall mit der, ich muss eben gucken, welchen Titel habe ich denn gerade freigeschaltet. Ich habe gerade noch eine Runde gespielt und bin irgendwie auf einer Streak gestorben, ja, 150 Mal Lage gebricht. Habe ich hier mit der ACR gespielt, aber ich denke mal, jetzt werde ich mit der MP7 spielen. Gute Waffe, ich guck mal, was habe ich denn hier freigeschaltet? PM9, ja, wahrscheinlich spiele ich die PM9, MP5. Ich kann das nämlich nicht haben, wenn hier die ganze Scheiße frei ist. Keine Ahnung. Ist es bei euch auch so, weil wenn ihr zum Beispiel irgendwas frei habt, dass ihr das sozusagen nicht haben könnt, dass ihr dann überhaupt irgendwas freigeschaltet habt? Ich weiß nicht, ob das dumm klingt, aber halt dieses komische Unlock-Teil da. Das hasse ich, wenn man das irgendwie hier vor dem Klasseneditor oder so hat. Aber naja. Ja, mit der MP7 oder mit der ACR werde ich spielen. Auf der Map Lockdown, wie es wahrscheinlich aussieht. Gegen irgendwelche komischen Russen, die 10.000 Stunden Spielzeit in dem Spiel haben. Dieser Marindrov 68. Ja, 41 Millionen Punkte in Abschluss bestätigt. 141.000 Tags gesammelt. Rechnen wir das da mal hoch. Ich hätte dann 89.000 bei 23 Millionen. Okay, ich glaube, der ist nicht schlecht, aber ich bin mir da echt nicht sicher. Ah, der ist gar nicht... Ah, doch, der ist in meinem Team. Wer schon 1958 heißt, ne, da bin ich mir echt nicht so sicher. Und vor allen Dingen, so viele Punkte in diesem Modus, ne, das ist schon krass. Der muss bestimmt 3.000, 4.000 Stunden Spielzeit in dem Spiel haben. Ah, schauen wir mal die... Abschluss bestätigt. Oder ACR, ich bin gerade unschlüssig, weil ACR ist auf der Map auch ziemlich nice. Ne, ich spiele MP7. Ich spiele MP7. Alles klar. LOL, doppelt gemoppelt, fängt ja schon gut an. Der spielt mit Antida, verdammt. Okay, Assist gesammelt. Und die Rush sind jetzt hinten hier. Da habe ich gerade auch einen gesehen. Vorräte sind unterwegs. Unsere Aufklärung oben campt einer. Oh Gott, Alter. Verbündeter Luftschlag. Okay, einen für Specialist. Und tot. Attentäter? Ja, in der Ecke, okay. Ja, sagen wir es so rum. Wenn zwei Attentäter in der Lobby haben, dann ist die Lobby eigentlich schon für den Arsch. Finde ich zumindest. Kirillisch. Ach, du hast kein Aim, du Hurensohn. Abschuss bestätigt. Oh, wie geil man einfach in dem Spiel Sound schon kann, ne? Das ist so übertrieben. Sind unterwegs. Meisterschütze. Okay, den haben wir auch. Abschuss bestätigt. Wollte nur safe bis zum Meisterschütze spielen. Spezialisten-Bonus erhalten. Alles klar, Leute, die Runde sieht doch mal gar nicht so schlecht aus jetzt. Auch wenn ich wahrscheinlich gleich vom Attentäter geholt werde. Schuss bestätigt. Ich bin erstmal sehr mutig. Fail Spawn. Abschuss bestätigt. Da ist dann noch einer. Und tot. Wo, ey, guck. Ey, gegen solche Gegner stirbt man dann in dem Spiel. Ey, komm, das ist doch lächerlich.
Und, ja, okay. Naja, ich finde mich jetzt einfach mit ab. Mir ist es eigentlich auch scheißegal, ob ich jetzt sterbe oder nicht. Ich weiß nur, dass ich jetzt schon eigentlich probiert habe, sagen wir jetzt so zwei Stunden eine Runde MW3 aufzunehmen und immer irgendwie so gestorben bin. Also ich wollte euch jetzt eigentlich hier eine Moab bringen, aber ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr drauf, so zwei, drei Stunden echt nur für eine Moab zu spielen. Weil ich eh nicht mehr so oft, MW3 spiele. Hätte der mich jetzt gestuckt, ne, Alter. Okay, jetzt kann ich die aber hier schön flankieren. Oder auch nicht, das hat schon Teammate gemacht. Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet. Oh, der gibt es nicht. Abschuss bestätigt. Geschütz ist unterwegs. Oh, wie kann man die ganze bestätigt. Zeit hier oben campen? Ich fuck hier mein Portable hin, auch weil das gerade ziemlich unklug ist, aber ich höre halt die Gegner mit dieses Piepen aus, wenn die halt mit Antäter spielen. Okay, Abschuss bestätigt. Weiß der Schütze. Unsere Aufklärungsdrohne ist online. Vorräte sind unterwegs. Okay, wieder kurz vor Specialist. Da haben wir auch Specialist. Sehr schön. Da ist wieder einer mit Antäter und ich weiß nicht, wo er ist. Ja, guck. Ey, schon wieder am Campen. Warum jeder, der mit Attentäter spielt, ist am Campen? Ey, das gibt's nicht, ey. Immer bin ich am Sterben wegen solchen dummen, passiven Spielern. Ich meine, es gibt keine Entschuldigung für den Tod, aber wenn ich immer so sterbe, dann ist es doch echt schon eigentlich lächerlich, ey. Abschuss bestätigt. Ja, das war jetzt mein Tod. Aber nun ja, ey, also das Spiel ist echt extrem camperlastig geworden. Merkt man auf jeden Fall. Und, ja. Und es gibt einfach jetzt bestimmt wieder solche, was heißt, ja, neuen Spots, die... Guckt sie an! Er kann noch nicht mal... Na, die Waffe werde ich mal spielen jetzt hier. Okay, einer ist oben. Okay, da hat das Geschütz schon auf jeden Fall aufgeräumt. Oh, Leute, ey. Ey, man spielt nur gegen solche Gegner. Ey, wie kann ich so sterben, Mann? Er kann doch nicht mal auf das Teil, ey. Oh Gott, Alter. Ich meine, oh lol. Ich meine, die Map ist auch ziemlich camperlastig, wenn man es so sieht. Aber dass ich halt nur immer so durch irgendwelche passiven Leute sterbe und sie noch nicht mal sehe, ne? Also da muss man echt in jede Ecke gucken und das ist eigentlich schon fast unmöglich, finde ich zumindest. Aber ja, ich wette, der Typ ist jetzt wieder hier oben mit seinem Attentäter-Ding. Wenn der da immer noch ist, dann echt. Ey, das gibt's nicht. Schon wieder Dr. 90. Ey, die sind ja nur am Campen, Mann. Gegen solche Leute kann man nicht gut spielen. Hast kein Aim oder was? Ich spiel jetzt mal hier auf Sieg. Abschuss bestätigt. Ja, und GG. Ja, 35-5, 4 Tode davon waren echt vermeidbar. Also hätte auf jeden Fall die Mob werden können, aber ich hänge auf jeden Fall noch eine Runde dran. Vielleicht wird das ja dann die Mob. Also ich reg mich auch gar nicht mehr auf über solche Tode, aber das ist natürlich schon bitter, wenn ich immer so sterbe. Abschuss und sagen bestätigt. Kann, ja, an dem der Tod hätte echt nicht sein müssen. Aber nun ja, ist sowas so, ne? Kann man nichts machen. Bootleg, auch zwar ein bisschen camperlastig, aber da gibt's auch viele Headglitch-Spots, so rum. Und ja, da kann ich dann auch mal gut gucken, dass ich da vielleicht mal die Mob reißen kann. Und man merkt echt, dass hier dieses Spiel echt voll viele Russen spielen, ey. Also das ist schon krank, ey. Und ich hab ja MW3 aktiv vor, sagen wir, ja, anderthalb Jahren gespielt mit dem Xane, wenn er das Video vielleicht sogar geguckt hat. Fühle ich auf jeden Fall gegrüßt, mein Kollege. Vor anderthalb Jahren, da haben wir echt jede dritte, vierte Runde eine Moab gerissen und jetzt kann man das eigentlich nicht mehr schaffen, weil ich spiele einfach nur noch so viele passive Menschen. Also meine Tode waren, also passive Menschen spielen das Spiel.
Weil meine Tode waren echt, ja, die waren echt total lächerlich. Ich denke mal, Bootleg ist eigentlich eine gute Map, auch zum Rushen. Zumindest für mich. Ich weiß noch nicht, welche Waffe ich da genau spielen werde. Ja, und da gucken wir mal. Ich denke, ich werde entweder die ACR oder MP7 spielen. Ja. Vielleicht wird es ja dann hier was. Ich spiele gegen Dr. 90, okay. Sorry, ich habe mal gerade was getrunken. Ach, so. Also spielen echt krass viele Russen das Spiel. Ich habe generell nichts gegen Russen, aber ist halt so, dass die viel campen und so. Also, wie man gerade gesehen hat. Und die haben halt einen anderen Spielstil als Deutsche zum Beispiel. Deutsche schwitzen natürlich mit der AN rum. Auch wenn es sie in dem Spiel natürlich nicht gibt. Vielleicht auch mal auf Assault. Ich könnte auch mal auf Assault spielen. Aber nee, Assault ist langweilig. Die Sachen werden eh nur runtergegangen. Ja, 3, 2, 1. Nein, ich muss dich synchronisieren. So, MP7 am Start. Aussetzen wie gerade schnell vorher Schalldämpfer. Ich weiß, das ist noobig, aber YOLO. Ich weiß, was ich kann. Und der Spieler, die Waffe ist nur so gut wie der Spieler. Nummer 1. Wir sehen den Abschuss bestätigt. Oh, das war jetzt echt mein Tod, ey. Also der war echt kacke. Vielleicht in meinem Hotspot bis Meisterschütze bleiben. Und ich sehe auch schon die Portables. Das finde ich jetzt nicht so gut. Ich werde auf jeden Fall mit Attentäter spielen. Spielen müssen, wenn ich die Mob erreichen will. Wir haben die Führung verloren. Lol. Oh fuck, Alter. Ey, was ist das für ein Name? Existenz 43. Oh Gott, Alter. Na, jetzt kann ich ihn schön flankieren. Vorsicht! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Ja, nicht campen hier. Bestätigt. Feindliche Aufklärungsdrohne identifiziert. Feindliche Aufklärungsdrohne identifiziert. Meisterschütze. So, was wir so können, das kann ich nämlich viel besser, Leute. Ich kann viel besser Headditchen als ihr. Ah, den nein. Feindliche Aufklärungsdrohne. Identifiziert. Ich kämpfe jetzt auch mal, ganz ehrlich. Feindliche Aufklärungsdrohne identifiziert. Spezialistenbonus erhalten. Abschuss bestätigt. Bestätigt. Da bin ich schon mal auf dem Specialist, aber ich werde gleich eh sterben. Vorsicht! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Abschuss bestätigt. Okay, lol. Ja, mein Team ist gerade hart am Verlieren. Vorsicht! Feindliche Aufklärungsdrohne gesichtet! Ey Leute, gegen was für Personen spiele ich hier? Gegen was für Untermenschen? Oh Gott, Alter. Leute, das macht keinen Spaß, gegen solche zu spielen. Gegen die kannst du nichts reißen. Abschuss bestätigt. Finger fertig, geil. Oh Mann, ey. Ich meine, ich will jetzt nicht unbedingt die Mob erreichen, aber ich will euch jeden Fall ein attraktives Gameplay liefern. Und das ist es eigentlich nicht, wenn ich hier wirklich zwingend campen muss. Oh, der Recoil ist dann doch auf die Entfernung ein bisschen zu hart. Verlagern wir uns mal auf die Seite der Map hier so ein bisschen. Meisterschütze. Sauberer Kill. Lol.
Lol, wie konnte ich den treffen? WTF? Lol. Ey, lol, was geht bei mir? Okay, Stealth Bomber. Oh, 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 nein, 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 nein. Wie kann er nicht sterben? Nein, nein. Nein. Oh mein Gott. Oh, das war mein Tod, ey. Oh Gott, ey. Ich wette, der Typ hängt da hinten immer noch. Ach nee, er muss sich ja jetzt einen neuen Spot suchen, weil... Weil seine Camperpose ja weg ist. Genau. Oh fuck. Ich darf in dem Spiel echt nicht so viel jumpshotten. Ich mach's trotzdem. Wieso? Weil ich scheiße bin, ey. GG, verloren. Ja, das war jetzt echt eine Kackrunde. Muss ich echt sagen. Oh, ich glaube, ich bin Laskel. Bitte lass mich Laskel sein. Bitte lass mich Laskel sein. Yes, Laskel. Ja, 23-9. Echt eine Kackrunde. Dafür war die erste ziemlich gut. Ja, für diese Episode werden echt mal 40 Likes. Ziemlich geil. Ja, ich werde dann auf jeden Fall probieren, weiter dann MW3 Commentaries zu bringen. Beziehungsweise auf eine More, weil die werde ich dann jetzt mal in den nächsten paar Tagen erspielen. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn die Runden jetzt nicht so anschaulich waren, zumindest jetzt die auf, wie heißt das, Bootleg. Aber yo, gebt einen Daumen nach oben und haut da rein.